Hallo und willkommen zurück zu Avatar Frontiers of Pandora. Gerade eine Quest bekommen, Rising Pressure. Wir müssen Bria finden. Dann schauen wir mal, wo die sich versteckt hält. Ich sollte vielleicht erst... She's at Prospecting Site in the Cut. Was ist denn the Cut? Ich habe doch keine Ahnung, wie die hier heißen. Stoneholt, Crading Pines, Silkwoods, Rising Spires. Irgendwas, was ins... Ah, da. Rising Pressure, Wegpunkt ist gesetzt. Und Schnellreise können wir wahrscheinlich hier hin machen. Oder hier hin. Oder hier hin. Nee, da ist ein Computerterminal. Egal. Oh, ich falle gerade, deswegen kann ich nicht schnell reisen. Das erklärt so einiges. So, wir müssen... Na, gerade hatte ich doch. Da ist mein Wegpunkt. Teilweise echt nicht gut zu erkennen. Ancestors Rest. Da reisen wir schnell hin. Sonst spawnen wir da irgendwie wieder im Untergrund und müssen erst hochkriechen. Aus dem Resistance HQ. Da macht es ja viel mehr Sinn. Ich bin auch Untergrund. Im Untergrund. Na gut. Das scheint hier aber zu passen. Dann einmal Hawk rufen. Na komm hier. Ja. Das Beste an dem gesamten Spiel ist die Welt und das Fliegen. Ist zwar relativ traurig, aber ich nehme, was ich habe. Zumindest das macht mir wirklich Spaß und die Welt ist bei Tag auch sehr schön. Am besten wäre jetzt noch Sonne, aber jetzt ist halt bewölkt. Was soll's? Ist hier auch was kaputt gegangen. Da ist so ein Riesending wieder. Na, schauen wir mal, Sturmgewehr ist ausgerüstet. Wäre doch ein Witz, wenn wir das nicht kaputt kriegen. Was ist denn das riesige Ding? Ich dachte, ich hätte schon mal sowas gesehen. Ah, das hat sich dann als Schwarm Fliegen rausgestellt. Ja, das scheint schon was Ordentliches zu sein hier. Ich hoffe, wir fallen nicht gleich aus dem Himmel, weil das echt ordentliche Kanonen hat. Das ist einfach so ein Osprey-ähnliches Teil. Boah. Ich glaube nicht, dass wir das überleben. Das ist ja eine Sky Fortress oder was auch immer. Ich nenne es nur so. Gibt bestimmt einen richtigen Namen dafür. Dismount. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben keine Hilfe mehr. Schauen wir mal, dass wir das ganz knapp über dem Boden machen. Dass wir wegkommen. Okay, da hatten wir echt keine Chance. Hier ist noch RDA-Zeug. Wir heilen ein bisschen. Die Helis haben mich jetzt erstmal in Ruhe gelassen. Was ist denn das hier schon wieder? Ich brauche ganz dringend Spare Parts und Hilfe-Items. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir auch kein Glück. Das war jetzt nicht wirklich wertvoll. Da ist unser Wegpunkt. Ich gehe mal zu Fuß, weil dann fällt es mir immer leichter. Ach, was soll's. Nee, wir fliegen. Wir fliegen aber nah über dem Boden, dass wir wirklich diese Dafo-Fett-Pflanzen, die wir brauchen, um wieder einen vollen Medizinbeutel zu kriegen, nicht übersehen. Stimmt, da ist ja direkt die RDA irgendwas. Das ist nicht gut. Da kann ich erstmal nicht hin. Da sind auch Mechs. Gucken. Noch sehen die mich nicht. Ja, ich kann keine Minen mehr craften. Also ist das alles relativ witzlos. Das sind zwei Mechs. Keine Chance. Mit was soll ich die denn bitte schön abschießen? Mit meiner positiven Ausstrahlung oder guten Hoffnung? Hier hätte ich Bomben. Da kann ich zumindest ein paar machen. Schauen wir mal, wie gut die Bomben sind. Habe ich auch noch nie verwendet. Nicht so gut. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt was bringt. Ah,
Also wir kommen zu dem Schluss, das ist komplett sinnlos. Dann mal den, nicht den Longbow, den Heavybow verwenden. Meinetwegen hier diesen Giftpfeil oder was das ist. Auf was schießen die denn? Mal schauen. Ja, sieht giftig aus. So viel Feinde. Keine Chance mit dem Bogen. Leicht mit dem Sturmgewehr und hier ein bisschen Granaten. Nö. Ich sehe mal zu, dass ich hier wegkomme. Das macht so echt keinen Sinn. Keine Hilfe, keine guten Waffen, keine Minen. Das war echt das Beste, was ich an Waffe zu bieten hatte. Und bis zu dieser, bis zur letzten Mission hat es dann tatsächlich gereicht mit den Spare Parts, aber dann sind sie komplett aufgebraucht worden. Und ich gehe leider nicht so in die Nähe, wo ich arg viel neue finde. Das ist wieder irgendwas Komisches. Irgendwas Komisches. Das ist alles irgendwie komisch hier. Was bist du denn? Rock Orchid. Sowieso. Hier ist ein System-Reboot-Quest. Warum denn das? Auch so ein Labor? Ich habe ein Tech-Setup in the wild. But it doesn't look RDA. Ja, ja. Okay, sounds easy enough. I'll try. You should have zero trouble. SID is designed for tasks just like this. If you see more of these stations, please reboot them as well. Mach ich. Gut, bisschen Spare Parts haben wir bekommen. Das reicht aber echt nur für 4 Minen. Ach, das ist doch ein Jammer. Hoffentlich stehen die Feinde jetzt eng beisammen. Das muss reichen. Das hat nur für einen gereicht. Zwei habe ich noch. Das ist ein Mensch hier. Das war ein Mensch. Komm schon, ich will keine Minen dafür verschwenden. Das muss doch so gehen. Vor allem gegen diese Flammenwerfer. Können ja eh kaum was. Da ist noch ein Menschlein. Menschlein ist weg. Na komm. So, keine Munition mehr im Flammenwerfer. Sturmgewehr. Da müsste man die unbedingt hier looten. Ich glaube auch die Giftpfeile sind hier richtige Verschwendung. Die würden sich lohnen, wenn Menschen in der Nähe sind, die nicht in einem Mech-Suit hocken. Okay. Dann loot mir aber mal alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Wo ist der Mech denn hin? Hallo? Toter Mech irgendwo? Da ist zumindest einer. Bisschen Munition. Superior Headguard, den brauchen wir auf jeden Fall. Auch wenn er nur 25 mehr Health hat. Nehmen wir doch mit. Autsch. Wir müssen was essen. Ich höre noch einen Helikopter. Mensch, aber mit Loot sieht es echt mau aus gerade. Und mit Waffen. Müsste mir irgendwo Spare Parts ertraden können. Wir craften erstmal Pfeile nach. Kann nicht schaden. Out of Dapper Fit Parts. Das ist richtig. Das sollte ich auf jeden Fall. Das sah auch aus wie ein Mech gerade aus dem Augenwinkel. Da habe ich ein bisschen Panik bekommen.
So, was ist denn hier alles polluted? Ist hier irgendwo wieder eine Grenze? Da hinten ist, glaube ich, wieder so ein komplett beschissenes Tier. Okay, hier ist ja alles verdorben. Dann mache ich einmal kurz eine Schnellreise in... Nicht zum Tarsius Zeppling. Memory Painting. Navi Camp Lodge. Wieso kann ich da überall nicht hin? Ab in den Kinglor Forest. Hier irgendwo hin. Einfach damit wir unsere Health-Items schnell wieder auffüllen können. Und vielleicht stolpern wir über ein paar Spare Parts. Irgendwie muss man das Spiel ja zu Ende bringen. Und ohne die wird es echt ein bisschen schwieriger. Da muss ich echt anfangen zu schleichen. Oder laut zu fluchen. Das könnte auch helfen. Schauen wir mal, was wir contributen können. Ich glaube eigentlich alles. 20% RDA-Damage. Spear-Thrower-Grip-Mod. Kann ich das markieren? Mark for Clan. Ja. Nur her damit. Das brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Auch nicht. Shotgun. Weak-Spot-Damage. Behalt mal. Die Shotgun kommt weg. Das kommt weg. Bogen kommt weg. Die kommt weg. Shortbow kommt weg. Diese ganzen scheiß Gearcrafting-Materialien brauchen wir doch alles nicht. Weg mit den Cooking Ingredients. Bin mit den RDA-Sachen zufrieden. Hyperwolf Tooth, der ist immer noch markiert. So. Erstmal ein bisschen was spenden. Was ist denn das überhaupt? Ach, da sind wir voll und können es gar nicht mehr einsammeln. Das ist auch so ein Witz, dass wir teilweise viel zu viel Materialien nicht aufsammeln können, weil wir da nur 20 mitnehmen. Hm, finde ich nicht gut gemacht. Komm schon, das sind extra meine Hilfpflanzen. Super. So ist richtig schön verschwinden. Kann ich euch wenigstens ernten? Ja. Dankeschön. Und wir haben 2 Stück Fleisch bekommen. Besser als nichts. Und hier können wir uns wieder vollsaugen mit Energie. Und wir müssen tatsächlich was essen. Das wird auch ein bisschen knapp. Haben wir irgendwas in der Nähe, was wir noch nicht entdeckt haben? Irgendwas Spannendes, wo man irgendwas looten kann. Hier ist zumindest eine Basebrick. Ach, die haben wir schon. Da hat man so eine Tarsio. Achso, die haben wir auch schon. Na gut, dann würde ich tatsächlich sagen, geh mal zurück hier hin. New Quest available. Ich dachte, da war ich schon. Und schnell reisen kann ich hierhin trotzdem nicht. Dann gehen wir nochmal zu Ancestors Rest und fliegen wieder dahin. Hat ja beim ersten Mal ganz okay geklappt. Ja. Wirklich schade wegen den Spare Parts. Die Wolken, die backen gerade. Guckt mal, wie die hochfliegen über die Berge. Das sieht interessant aus. Ich glaube nicht, dass das so sein sollte. Aber ich nehm's. Ist ein schönes Naturschauspiel. Wir können es ja akzeptieren, dass es in Pandora einfach so ist. So, Wegpunkt passt hoffentlich noch. Ich würde sagen, ja. Dann einmal hier schön zwischen den Felsen hindurch. Helikopter sehe ich gerade keine. Aerial von wegen sehe ich keine. Grab gespawnt. Richtig fett sogar. Fette Diamid. Ja, das schmeckt. Ich glaube, mit dem Heli lege ich mich jetzt aber besser nicht an. Der hat mich ja vorhin so zerlegt. Hätten zwar wieder ein bisschen Gesundheit. Riskieren müssen wir jetzt auch nichts. Vor allem bei diesen fetten Teilen. Und was ist das hier für eine Installation? Die wird mich bestimmt gleich wieder angreifen, deswegen würde ich mal runtergehen. Da mal zu Fuß nachschauen.
ob wir uns vielleicht da mal reinschleichen können. Mein Charakter sagt ja jedes Mal irgendwas in der Form von, hier wäre ja mehr zurückgelassen worden, wäre man nicht so laut gewesen. Vielleicht probiert man das aus, ob das eine valide Strategie ist. Schau mal erstmal, wie es läuft. So. Hier ist alles polluted. Ein bisschen müssen wir aber noch ran. Na, da bin ich aber weit davor Uiuiui. Diese Jumpscare-Pflanzen. They've dried out another lake to extract oil. Boah, das sieht auch so riesig aus. Wie soll ich da denn noch schleichen? Probieren wir es einfach mal. Mehr als getötet werden kann ich ja auch nicht. Hier ist wieder so viel zu machen. Wieso muss ich da schleichen? Ich schleich doch so ungern. Da komme ich nicht ganz hoch. Hab ich jetzt mal angenommen. Ach komm, den können wir von hier auch nicht hacken. Schade, aber das ist auch kein fieses Geschütz. Die fiesen Geschütze sind die, die so eine Gatling-Gun oben haben. Das da zum Beispiel. Kann ich gar nicht leiden. Oh. So viel zu schleichen. Komm schon. Das ist zumindest einfaches Geschütz. Ah, dann hat es wieder nicht geklappt mit dem Schleichen. Mach mal Store-Hack. Warum auch immer. Ja, die zerlegen mich wieder. Müsste ich wieder angreifen. Da ist nochmal so ein mieses, fieses Geschütz. Wieso kann ich die nicht übernehmen? Das wäre so viel spaßiger. Müsste ich werde angegriffen. Aber das Geschütz schafft man noch. Storehack. Ah, bringt ja nichts. Es bringt ja nichts. Oh, viel zu viel ist hier los. Hätte richtig Lust auf die Festung, aber nur mit Minen. Oder wenn ich selber in so einen Mech-Anzug könnte. Das war zumindest eine schöne Waffe. Ja, das bringt doch alles nichts. Dann laufe ich wieder in die andere Richtung und dann schauen wir mal, was wir machen können. Hallo mich. Okay, eigentlich müssen wir hier nur vier Dinge machen. Da leuchtet so viel rot und ich habe so schlechte Waffen. Da müssten wir echt schleichen und das habe ich schon versaut. Naja, vielleicht noch nicht ganz. Naja, vielleicht doch ganz. Wir probieren es erstmal hier. Mit bisschen Glück können wir das schon machen. Ohne entdeckt zu werden. So, die werden sich bestimmt auch irgendwann wieder beruhigen. Also da oben würde ich gern als nächstes hin. Frage ist, wie?
können es ja mal ruhig angehen lassen. Ich traue zwar keiner KI, vor allem die von Ubisoft implementiert wurde, dass die mich nicht einfach durch die Wände trotzdem wegholt und irgendwie aufspürt. Aber versuchen können wir es. Schon. Okay, wir müssen da rein. Bis hierhin läuft es ja gut. Granaten sind auch wieder aufgefüllt. Da ist halt direkt ein Mech. Ein Glück geht er in die andere Richtung. Komm schon. Hier ist direkt was. Runter damit. So. Irgendwas hier drin. Vielleicht ein bisschen Loot für uns. Ja, zumindest ein bisschen Sturmgewehr Munition. Die braucht man ganz dringend. Mich da oben. Mist. Ich glaube, die haben mich dann wieder. Muss mal als nächstes hin. Da. Das sieht gut aus da hinten. Da ist gerade wenig los und vielleicht sind sie ja abgelenkt. Solange hier kein nerviges Geschütz irgendwie auf mich zielt, sollte es richtig, richtig gut funktionieren hier. Hier ist sogar noch ein Container mit. Irgendwas, was ich genug habe. Mal schauen. Dann müssen wir nur noch ein Ding hinbekommen. Ein Ding müssen wir noch. Ups. Da ist so ein. Okay, das ist ein normales Geschütz. Das ist in Ordnung. Das ist nur für Luftabwehr. Wir müssen da hinten hin. Das wird uns nichts tun. So viele Feinde in der Nähe. Da müssen wir uns irgendwie raufschleichen. Das kriegt man hin, sogar über die Brücke. Wir kriegen es hin. Oh, da ist direkt einer da. Ah, das ist das Letzte, was wir machen müssen. Ja, Zwischensequenz. So kann man es anscheinend auch lösen. Und verschwendet nicht seine ganze Munition. Das war vielleicht dämlich von mir. Aber ich kämpfe doch so gerne. Das leuchtet aber schön grün wieder. Mensch, da muss ich mir mal selbst auf die Schulter klopfen. Das reicht. So, Hilfe-Item. Haben wir gar nicht so viel gebraucht diesmal. Ja, ist ja gut. Ich krieg's nicht leiser hin. Vier Spare Parts. Ein Duty Roster braucht man auch unbedingt. So. Einmal hacken. Für gute Ausrüstung. Und was ist es? Was ist es? Ein besseres Sturmgewehr. Macht einen Schaden mehr pro Schuss. Das nehmen wir doch. Ich würde sagen, das hat sich fast gelohnt. Ich habe zumindest 4 Spare Parts mehr, als ich davor hatte. Es wirkt aber wieder eisig. Na, was ist denn da los? Hier, die nehme ich auf jeden Fall mal mit, die Stöcke noch. Dann würde ich sagen, geh mal Richtung Missionsziel. Und nochmal ein paar Assault Rifle Rounds. Schaden auch nicht. Hui. Dann mal Hawk herbei wünschen. Wo bist du denn? Ah, danke schön, dass du gekommen bist. Ja, vielleicht ein bisschen höher. Oh, da ist wieder diese fliegende Festung.
Die kriegen wir auf keinen Fall down. Also nicht mit den Waffen, die wir haben. Ich glaube, Hawk hat wieder Hunger. Aber der muss sich noch ein bisschen gedulden. Haben wir eigentlich Skillpunkte? 5 Stück. Varia, Maker, Hunter. Vielleicht bei Maker, dass wir Geschütze irgendwie übernehmen können? Nö. Expert Ammunition Crafter. Sturdy Arrows. Aber dieses Expert Ammunition Crafter. Wir verdoppeln das, was wir mit der Basis. Amount of Base Ammunition. Double the Amount of Base Ammunition. Zielen die Minen auch? Ist mir eigentlich. Wir versuchen es. Das wäre das Beste. Die Cooking Ingredients interessieren mich nicht. Stable Hands interessieren mich auch nicht. Combat Effects von Essen ist besser, interessiert mich auch nicht. Hunter interessiert mich auch nicht. Varia vielleicht noch. Mehr Granaten bringt mir nichts. Achso, das bringt mir ja alles nichts. Na gut, dann macht man doch Maker. Was soll's, irgendwas halt. Stable Hands. Da zitter ich nicht so beim Ressourcensammeln. Was soll's. Nicht mein Lieblings-Skilltree. Da unten ist wieder irgendwas. Neben dem Missionsziel. Ach, das gehört dazu. Das sind so Flutlichtscheinwerfer. Das war schlechtes Flutlicht, aber sie scheinwerfern ganz gut. Da ist ein Container. Und ich weiß schon, was dran stehen wird, wenn ich da dran rumkrabbel. Und zwar Inventory Full. Ja, natürlich. Da oben ist jemand. Hier sind auch welche. Wer seid ihr denn? Habt ihr was für mich? Freut mich auch, euch kennenzulernen. Habt ihr Spare Parts gefunden? Ich werde einige brauchen. Kann ich eigentlich Munition hier auch craften? Nö. Wäre schön gewesen. Na gut, Minen sind wieder voll. 3 Spare Parts haben wir noch übrig. Oh, ein Mensch. Ob ein Mensch, den wir kennen? Ah, Priya. Thank God you're here. Uncle flew by and drew the security team away, but they could be back any minute. We've got to work quickly. I need to know what the RDA... no. Are you okay? You look pale. Am I okay? I'm in the wild, in an RDA base, and I'm kind of hyperventilating. How do you do this all the time? Out here is where I'm meant to be. What do you need? If I can get access to this system, I can run some scans and dig through the RDA's reports. You're getting good at hacking, right? I can use it to find unsecure terminals. Perfect. I need personnel data with the right clearance, okay? Komm schon, Spare Parts. Fuck, nein. No hacks in range, okay. Hui. Dann wollen wir mal die Terminal hacken. Einmal nach oben rechts für den Schlüssel. Und dann einmal zum Ziel fürs, ja, Ziel halt. I've just sent you some of the personnel roster. Is that useful? You bet. I need to identify someone with authorization to run the scanners. Keep looking for stuff like biometrics and credentials. Ich gebe mein Möglichstes. Keine Feinde hier, warum denn nicht? Nicht, dass ich mich beschwere. Mich hat es nur interessiert. Hier, irgendwas ist da drin. Gibt es eine Tür? Ja, hör doch auf, das No Hex in Range anzuzeigen. Ich hab's verstanden. Na gut, und wie komme ich jetzt da rein in so einen Turm ohne alles? Boah. Das sind immer die wichtigen. Ah.
Hätten auch einfach eine Tür hinmachen können. Wo sind wir da links? Dann müssen wir einmal nach oben. Und dann müssen wir einmal hier runter. Oh Mist. Das wird knapper als geplant. Hier warten wir auf den Schock. Komm schon runter. Komm schon. Priya, you said biometrics. I think I've got that. Da ist so eine Tür. Spare Parts. Ganz viele davon brauchen wir. Da oben ist noch eins. Gehen wir mal aber zuerst zum Lootbehälter, die er sich da schön angeboten hat. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir was Sinnvolles finden. Na, so langsam habe ich es aufgegeben. Nochmal Spare Parts. Das ist super. Bald haben wir wieder einen Munitionsbestand, mit dem wir Mechs ausschalten können. So, einmal hier nach oben. Wo war jetzt dieser letzte Missionspunkt? Der war doch da. Komme ich da hoch? Hui! Nein. Aber vielleicht hier mit bisschen... Ja. Inventory ist full. Ja, wo... Wo muss ich meinen Sitz draufhalten? Ah, hier. Wir sind oben. Wir müssen einmal zum Schlüssel. Dann einmal umbringen und dann rüber. I found a science officer's credentials, I think. Sending now. Bingo! I can put together an access profile now. Who's Bingo? Na gut. War doch gar nicht so schlimm. Wieso musste ich das machen? Bin ich der beste Hacker, den die haben? Das wäre ziemlich traurig. Ja, mit den Sticks. So, the RDA are drilling at lots of new sites. Mercer's plan is pretty genius in a kill everything kind of way. I'm running a full oil toxicology analysis and mapping the quake damage, but it's gonna take a while. Don't worry. Your friends are keeping watch. And I'm super grateful. I'll shut down the drilling teams. Cool, cool. I'll see what else I can dig out of this database. I'm sorry. I really wish we'd never come here. Humans, I mean. It's too late to change that. But we can do some good now. As soon as I know anything, I'll radio. Be safe. Dankeschön, du auch. Ah, das klingt doch mal gut. Locate the clearing site in the Cradling Pines. Was ist denn? Ah, hier. Wegpunkt ist gesetzt. Komm her, Hawk, wir haben was zu tun. Ich muss was essen. Schöne RDA Food Ration. Erinnert mich irgendwie an meine Schulzeit. Und ab geht die Post. Ui. Ich mag es nicht, zu Fuß laufen zu müssen. Schade für alle Navi, die dann keine so eine Bond haben. Die können dann zumindest, haben durchtrainierte Waden. Auch nicht schlecht. Oh, hier ist eine Unity Station. Hab sie gefunden. Wenn wir schon hier sind. Vielleicht bringt es wieder so ein Duty-Roster oder so. Da können wir zumindest mit Solek handeln. Hey, wer bist denn du? Over here. Something that might require your attention. Oh, danke schön. Her damit. Rezu means well, but he is a stubborn one. Always trying to cheer up Septral. A task, I might add, that is only slightly more challenging than plucking a star from the sky. Aha. Hast du was für mich? Perhaps you could talk to him at our camp. Ich schau mal, was sie machen können. The latest idea is, Setral might have patience for a Sarentu, but it has surely run out for Rezu. Na gut, Rezu. Irgendwann vielleicht. I will see if I can find something for the healers today.
Na gut, ich schließe mal hier wieder den Strom an. Und was ist hier drin? Nix. Einfach nix. So, da ist das erste. Oh, ich ja gut. Und was willst du dann, was ich mache? Hier das zweite. Dann wahrscheinlich hier das dritte. Und Nummer 4. Sehr schön. Oh, 6 Spare Parts waren da drin. Das hat sich gelohnt. Und Assault Rifle Rounds. Sturmgewehr Munition. Ich bin so glücklich. Vielleicht. Sure thing, Priya. Na gut, können wir irgendwas Sinnvolles craften vielleicht noch? 9 Bogen oder so? Nö, brauchen wir immer noch eine Wurzel. Der eine sah aber schön aus. Dieser Solex Lightning Heavy Bow. Any Reed haben wir gefunden, Any Root. Ich habe noch nie im ganzen Spiel eine Wurzel gefunden. Glaube ich zumindest. Stash war doch auch hier. Stash. Lass mal ein bisschen Zeit verstreichen. Ich mag's, wenn das Spiel sonnig ist. Naja, fast sonnig. Bin ich blöd? Hier war doch gerade ein Stash. Wo ist der wieder hingelaufen? Stash, hallo. Vielleicht bin ich tatsächlich blöd und das war in der letzten Location. Ich könnte aber schwören, das wäre hier. Der Gatherer hält auch nicht die Klappe. Also hier ist zumindest eine Cooking Station. Da ist er doch. Wurzel. Links ist das Dash. Irgendeine Wurzel drin. Wie sieht eine Wurzel aus? Das ist Nektar. Und Fleisch. Und Bast haben wir. Keine Wurzeln. Ja, was soll's. Haben wir hier irgendwie Gear und Weapon Materials. Die werde ich mal alle ablegen. Dann können wir zumindest neue einsammeln. So. Cooking Ingredients sind mir egal. Rest ist mir eigentlich auch nicht wichtig. Okay. Hey, ich brenne. Ich brenne. Für die Sache der Resistance. Na, komm her, Hawk. Na, da oben kann ich dich schlecht mounten. Also du bist teilweise echt lustig. Naja. Mach mal's nach deinem Willen. Au. Ui, gibt's hier irgendwo Wurzeln? Ich höre schon wieder Helikopter. Ich höre doch schon wieder Helikopter. Okay, wir sind im Suchbereich. Hier ist wieder so eine Trampolinpflanze. Ich dachte, ich kill die auch. Ich habe die doch im Scanner schon gesehen. Das sind die Tiere, die ich gar nicht mag. Hui. Eine Beltsbrick. Okay, dafür kann ich jetzt nichts. Die RDA ist daran schuld. Lass mal die Tiere mal hier ein bisschen. Die Natur soll sich selbst drum kümmern. Da ist ein Mich. Ja, ein bisschen nachhelfen können wir ja.
So, aber die Tiere machen das echt gut. Schalten schön die Mechs aus. Oder werden von den Mechs ausgeschalten. So oder so kann ich Munition sparen. Gehen wir mal ein bisschen näher hin. Ihr lauft mal drüber. Komm, da ist doch noch einer. Na komm schon, ihr Tierchen. Schön die Mechs platt machen. Und die Menschen. Das sehen wir mal beim Kampf zu, ist doch auch nicht schlecht. Wie viel Leben hat der denn noch in seinem Mechanzug? Nicht mehr viel. Now I'm going to destroy this whole site. The RDA won't use it again. Das klingt doch gut. Da haben wir echt nichts machen müssen. Manchmal kann man anscheinend auch nur beobachten. Bitte sei ein Spare Part irgendwo. Ja. Ich freue mich so über diese Dinger. So, hier oben ist irgendwas. Muss ich wieder zerstören. Und nu? Nochmal Spare Parts. Das Spiel hat mein Flehen und mein Fluchen erhört. Ja. Priya, I'm done here. How's the testing going? The oil toxicology is about as bad as expected. I'm still waiting for the full underground imaging. The payload went deep, deeper than this oil seam. There's something really fishy about it. If you work it out, let me know. I hope you're not tired yet. There's movement at a fissure in the Kingmore Forest. It looks like they've deployed mapping probes. They're looking for something underground. It's cool tech, but really toxic. It takes up a lot of pollution. I'll disable them. Na gut. Bisschen was hochjagen. Ui. Das macht immer Spaß. Und ich wette, das hier macht auch Spaß, mit dem Riesenbulldozer rumzufahren. Ach. Die Technik ist schon was Schönes, die da haben. Na gut, da sind die zwei Tiere, glaubt, die hier alles zerfleischt haben. Ich würde aber tatsächlich sagen, wir sind schon am Ende dieser Episode angelangt. Nächstes Mal müssen wir da hin. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.